Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Factorio. Wir machen bald schon die 50 voll. Stimmt, einen haben wir noch, ne? Einen haben wir noch. Was wollte ich jetzt holen? Strom gucken hier. Jetzt schließe ich das mal wieder an hier. Und dann gucken wir mal. Jetzt läuft's wieder. Na gut, jetzt muss ich erstmal die ganzen Hangare wieder volllaufen. Ja, aber ich habe jetzt erstmal Kohle durchlaufen lassen. Muss ich nur mal da hinten ein bisschen von Hand helfen, sonst machen die uns hier nämlich weiterhin Drohnen im Arsch. Nee, wir haben bei weitem nicht genug Strom. Das läuft jetzt gerade wieder an, da läuft jetzt mehr Kohle hin. Gut, jetzt wollte ich noch holen Eisen. Eisen. Ich kokse, kuke. Ja, doch, läuft. Ach. Ja, alle Öfen an sind, aber ich glaube, ich muss mich dann demnächst mal wieder mit Strom beschäftigen. Und der See ist noch lang. Sehr lang. Ja, mit der neuen Fabrik, die dann ja übernächste Folge anfängt, da fangen wir zu bauen. Da werden ja dann auch Solarplatten automatisch hergestellt und so weiter und so fort. Da sollten wir dann ja auch ein bisschen was mehr haben. Wieso kommt jetzt hier oben? Ach ja, klar. Ich muss das hier mal kurz beobachten. So. Eisenplatten. Zack, da ist der nächste angegangen. Man müsste jetzt langsam hier hochlaufen. Baust du trotzdem noch mal ein paar Förderer? Ja, dann müsste ich jetzt so weit rennen, habe ich keine Lust zu. Ja, warte mal, dann baue ich mal. Ich könnte 8 Förderer bauen. So, mit dem Stück Kohle müsste jetzt der letzte auch anspringen. Nee, noch nicht. Alter, zieht ihm noch nicht die ganze Kohle da weg. Aber jetzt sind wir wieder im grünen Bereich zumindest. 2,8 Megawatt machen's. Das mit dem Strom wird noch richtig lustig. Du musst erstmal so viel Kohle ranholen, damit du nachher 1000 Megawatt versorgen kannst, ey. Ja, da kommen wir ja auch noch. Da werden wir riesen Akkuparks haben. Der ein oder andere wird uns fragen, ob wir noch einen an der Klatsche haben. Ich würde fragen. So, dann machen wir jetzt das Dorf da platt. Ich will da an das Ölfeld. Damit war ich in der letzten Folge ja noch beschäftigt. Ich habe gehört, du wolltest noch mal irgendwie die Fließbänder noch ein bisschen umbauen. Ich Fließbänder umbauen? Ja, also meinst jetzt die Fabrik? Die Hauptbänder, genau. Ja, das wird noch ein bisschen umgebaut, genau. Das ist, also gut. Ich habe da so eine richtig größenwahnsinnige Variante mir überlegt. Ja, dann würde ich sagen, zum Ende dann. Hm? Weil ich bin jetzt hier soweit. Dann muss ich das Dorf hier halt erstmal in Ruhe lassen. Weil wir müssen die Fabrik anfangen zum Start. Ja, wir haben. Weil an der Fabrik misst sich ja auch alles andere. Also es ist ja wirklich so, an der Fabrik misst sich ja auch, wie die Türme, die Hangare ausgestellt werden. Wie ja gut, die Hangare stehen, da muss ich jetzt die Fabrik anpassen, so ein bisschen. Ja, oder man sagt halt einfach bei der Fabrik, dass die steht ja eh mittendrin, ist ja auch eigentlich egal dann. Weil der Abstand kommt sowieso nicht ganz hin, weil das ja im Mastabstand gebaut wird. Ja, genau. So. Das sind Fließbänder, warum stehen die da? Weiß keiner. Ach, hast du hier schon abgeknapst, okay. Genau. Komm ich da mit der Breite überhaupt hin? Weiß ich gar nicht. Kann ich hier natürlich auch nicht abreißen, weil da auch das Kupfer irgendwie noch lang läuft. Das müssen wir mal. Ja, das Kupfer, das könnten wir eigentlich hier vorne rechts rüber setzen, so quer. Könnten wir jetzt sagen, den bauen einfach hier. Ah, das Kupferfeld ist allgemein noch im Weg. Also ich kann es ja mal munter andeuten. Ich könnte das Kupferfeld jetzt auch hier von der Produktion abklemmen.
Wie brauchen wir da? Einen brauchen wir, mehr brauchen wir nicht. So, ich mal gucken. Also ich nehme das Kupferfeld. Ja, das ist halt noch ewig im Weg, dieses Scheißfeld da. Dann fangen wir doch hier mal an. Also, das ist die Höhe Kupfer. Fangen wir hier an. Und zwar fangen wir hier an. Sind wir da schon? Ja, sehr schön. So, schießen wir das Kupferfeld gleich schon mal die neue Anlage mit an hier. Passt. Zack. Das alles mal weg. Ach so, ja, das ist ja noch nicht mal zur Hälfte angeschlossen. Ja, können wir stimmt, da war ja was. Was da auch mal wegmachen. So, jetzt knallt's gleich. Zack. Dann haben die Drötchen erstmal ein bisschen was zu tun. So, und zwar haben wir hier den Eisenbahnanschluss. Dort ein Rohr. Da ein Rohr. Fünf Rohre, fünf Flüssigkeiten wollen wir da lang liegen. Rohöl wird ja am Anfang schon verarbeitet, ne? Ja, genau. So, dann haben wir Stahl, Stein und Kohle. Dann haben wir vier Felder frei. Jetzt wird es nämlich interessant. Wie gesagt, du musst nur das eine Hauptband zusehen, das, weil die Anlagen hier drüben stehen ja jetzt schon. Ja, das Problem... Problem, was wir jetzt haben, ist, dass hier noch zu viel Erze und so im Weg sind, als dass ich das jetzt ein großes Ziel aufbauen könnte. Aber ich komme mal kurz rüber gelaufen. Gucken wir das mal ganz die Geschichte mal mit an hier. So, wo bist du denn? Aber was wird das für ein Band? Also das wäre jetzt nur die Eisenbahn, die fünf Flüssigkeiten und zweimal Stahl, zweimal Stein, einmal Kohle. Dann wär, ja, und dann das ist nämlich das Problem. Genau hier, wo jetzt das ist, muss nämlich das Kupferband hin, weil, wie gesagt, drüben die Anlage steht schon. Dann müssen wir das Kupferfeld hier jetzt relativ schnell wegmachen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich mal schauen, dass wir die von unten hier wegreißen und erstmal hochsetzen. Und dann lagern. Ja. Irgendwo. Da ist nochmal die Förder wieder weg. So, und dann haben wir nämlich das Problem, dass ich hinten an dem Ölfeld komme ich vorbei. Das müssen wir das Kupferfeld da hinten relativ schnell wegmachen. Dann plane ich das Ganze mal von oben runter. Also das Eisenfeld passt aber so, ne? Dieses Eisenfließband, ne? Genau. Ach scheiße, aber wie viele Felder hast du denn da jetzt Platz gelassen? Ich hoffe genug. Weil ich muss mindestens 12 Felder zwischen den Doppelbändern haben. Na gut, ich sage mal, wie wir das da drauf leiten, ist ja erstmal egal. Das muss halt nur dann am Beginn der Fabrik passen. Ich plane das hier mal. Hier wird ja eh gerade alles abgebaut. Dann plane ich das hier in der Ecke mal. So, und zwar haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es ist immer noch Kupfer mit durchgerutscht irgendwo. So, dann haben wir 1, 2, 3. Habe ich keine Mauern mehr? Warum nicht? Frechheit. Mauern mal hier beantragen beim Sozialamt. So, da 50 Stück bringen rüber. So. Doch, das dürfte vom Platz her reichen. Hoffe ich, dass ich nirgends von den Strom wegnehme, wo er gebraucht wird. Doch. Auch nicht schlecht. Das ist jetzt alles ein bisschen schwierig. Muss ich hier erstmal... So, dann haben wir 4, 2, 3, 4. Da müsste hinpassen. Kannst du nochmal schnell ein rotes Teiler-Ding bauen? Kannst du da hinten eins rausnehmen, oder? Weil, ach ja, hab ich eins... Ne, ich habe sogar eins, warte. Ich komm. Ja, hier vorne wäre nicht schlecht. So.
So, jetzt wollen wir Strom. Ja. Hast du Strommasten zufällig fertig? Bitte schön. Ah, wunderbar. Ja? Okay. Oh, müssen wir dann nachher nur das Kupfer runterziehen irgendwie, aber dann kann ich jetzt hier anfangen zu planen. So, da kommt dann der erste Hangar hin. Und zwar packe ich den hier hinten hin. Da. Also wie gesagt, das wird sich dann hier überschneiden. Ach, scheiße, das passt auch nicht mehr, weil die Hangar oben im Weg sind. Na egal, ich baue es einfach erstmal und dann gucken wir mal weiter. Man kann es ja immer noch umbauen. So, zack. Von wo fängst du jetzt an zu bauen? Ich plane jetzt erstmal hier den Anfang, damit du einen Anfang hast und weißt, wo du hin musst. So, 1, 2, 3, 4. Das wird der Straßenweg. So. Haben wir hier irgendwo noch Mauern? Der Hangar passt aber nicht, ne? Ja, ich weiß, warum baust du das jetzt wieder ab? Weil der einen rüber musste. Nee, das war doch richtig. Nee, der war leicht versetzt. Ja, aber wir müssen die Hangare oben drüber eh nochmal danach entweder neu ausrichten oder drauf kacken. Weil das passt nachher eh nicht mehr. Weil die Fabrik ja im Abstand von den großen Masten gebaut wird. Verstehst du? Und die großen Masten sind ja nicht im Hangarabstand. Na gut, dann wenn es halt bei der Fabrik Überschneidungen gibt vom Hangarabdeckung, ist es ja vollkommen egal. Weil da müssen wir ja eh mehr Hangare drin haben. Ja, nee, vor allem, es ist ja, die Hangarabdeckung ist ja eigentlich auch nur im Randgebiet wichtig. Denke ich mal. Ich will ja überall was geliefert bekommen. Ja, ja, klar, aber diesem Randgebiet ist wichtig, dass du die Hangarabdeckung halt möglichst ausnutzt, damit du da nicht irgendwie den Platz verschwendest von den Dingern. Das stimmt. Und dann hier in der Mitte ist ja relativ Latex. Also das ist jetzt egal, ob der Hangar da steht oder ein Feld weiter hinten dran, ist eigentlich relativ. So, dann brauche ich ein bisschen Kupferplatten. Aber das ist ja kein Problem. Ja, gibt's ja hier zum Glück schon ein paar. So, dann baue ich mir hier mal ein paar Türmchen. Hast du das Kupfer hier schon umgeleitet? Nee, das läuft noch mittendurch. Ja, ich leite es um. So, also jetzt haben wir hier 1, 2, nee, das passt irgendwie alles hinten vorne hier jetzt nicht mehr. 1, 2, 3, 4, so. Dann kommt der Strommast. Oh, hier ist so viel Blödsinn und Chaos noch überall. Ja, aber es wird jetzt so langsam. So, dann kommt der Hangar dahinter. Dahin. Aber passt das denn da hinten? Ja, passt das. Ich weiß noch nicht warum, aber es passt. Nochmal gucken. Aber das ist so ein... mit dem Ausrichten von dem Zeug. Machen wir einmal so. Und dann können wir das jetzt ausrichten. So. So. Und so. Gut, dann haben wir das. So, dann klemme ich jetzt mal die Versorgung vom Lager oben komplett ab. Dass hier unten erstmal leer läuft, ja. Dass die nur alles von unten nehmen sollen. So, jetzt muss ich wieder... Mauern haben. Eins, zwei, drei, vier. So, und dann sind dann eins, zwei, sollten zehn sein. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, das passt. Dann Rohr, also das ist Kohle, Stein, Stein, Eisen. Der ist zum Beispiel im Weg jetzt schon. Ne, der muss stehen bleiben. Ja, ja, der wird nur nach unten rutschen. Ein, zwei Felder. Ne, wie gesagt, der muss so stehen bleiben, sonst passt es nicht. Dann musst du hier von dem ein bisschen weiter rechts anfangen. Weil den Platz brauche ich sonst. Wieso? Die Abdeckung ist ja trotzdem da.
Ich brauche den Platz für die Verteilung. Für welche? Also du kannst die Fabrik erst ab hier anfangen, erst hinter dem Hangar. Weil ich brauche den Platz hier links überall, um die Verteilung vernünftig zu machen. Verstehst du? Ich kann überlegen. Das ist die Öfen, die stehen zu nah beieinander. Wieso? Ja, weil ich mit dem Platz nicht hinkomme, weil ich muss dasselbe was. Nein, die Fabrik hast du gesagt, fängt doch erst hier hinten an. Du musst hier die Planung anfangen. Ungefähr auf der Höhe. Ab hier kannst du von deiner Planung her anfangen. Nerven da jetzt. Ne, den machst du der nicht muss weg, der muss weg, der muss weg. Alter, wir haben noch fast 800 Roboter. Nee, 700 Roboter nur noch. Was ist denn da los? Aber dann hier nochmal. Also, dann fange ich hier jetzt unmittelbar vor dem Kupferfeld an. Alles, was da jetzt hinter mir ist, ist mir egal dann. Genau, da so. Muss ich dann machen. 1, 2, 3, 4. Machen wir den. Wo sind unsere ganzen Roboter? So, dann kommt dort der Hangar hin. Und davor kommt der Strommast. Zack. So. Dann. 1, 2, 3, 4. So, das weg, das weg, das weg. Ach, jetzt, die sind natürlich jetzt so dermaßen am Bauen. 1, 2, 3, 4, 5. Rohre. 1, 2, 3, 4, 5. Sollte das so sein? 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich nicht, aber ist ja egal. Ob so oder Kops wie Sprung, ist egal. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, der Abstand passt. Das ist nachher der Abstand, den wir brauchen, damit wir da gemütlich rumfahren können. So, und dasselbe. 1, 2, 3, 4. Munitionsband im Weg, aber egal. Brauche ich denn jetzt? Irgendwas brauchte ich. Ach, rote Fließbänder, genau. Und schon merken wir, die fehlen wieder. Ne? 5. Kann die Mauer eigentlich da oben auch schon wegnehmen? Ne? Die bei mir hier oben? Ja. Doch. Die kann eigentlich schon weg. Ja gut, aber unsere Roboter sind gerade noch so ausgelastet. Ja, weil die das ganze Kleinscheiß da vom Band runterholen. So. Also. 1, 2. Jetzt habe ich keine Rohre mehr. Ist aber schnell gelöst, das Problem. 3, 4, 5. Und eine Eisenbahnschiene. So. Das ist jetzt das Grundkonstrukt. Ja, und wenn die das dann hier endlich mal alles abgebaut haben. So, und jetzt wird das nämlich im Mastabstand. So, habe ich jetzt noch einen roten? Habe ich natürlich nicht. Na komm, gib her jetzt hier. Oh, so. Jetzt macht er mir da wieder einen Strich durch die Rechnung. Was soll denn der Scheiße? So, mein Handy sagt Folge vorbei. Ja, und wenn dein Handy sagt Folge vorbei, haben wir noch eine Minute. So ist es. So, und der, dann kannst du doch so. Wo warst du jetzt am... Ich bin jetzt hier gerade als allererstes mal die Stromleitung am Legen. Bist du unten die Fabrik schon am Abbauen? Teilweise. Da wo es halt im Weg steht. So. Die Eisenhauptbänder müssen auch weg, oder wie? Hm? Kommen die Eisenhauptbänder dann auch weg dann? Ne, die bleiben so wie sie sind jetzt. So, das ist dann jetzt.
Und das unterste hier vom Hangar ist dann das Kupferband. Nee, die ist direkt unter dem Eisenband. Da sind genau, 10, das ist ja Eisenband, 10. Dann kommen ja drei Mauern, dann kommt ein Hangar, dann kommen drei Mauern und dann kommt Kupferband. Genau, dann kommt das Kupferband. Und unten drunter kommt dann die fünf Flüssigkeiten und dazwischen Kohle, Stein und Stahl. Dann müssen wir eigentlich alles abgedeckt haben. So, jetzt muss ich nur Strom auf die Leitung bringen hier. So, dann haben wir hier auch Strom. So, und dann kommt jetzt hier der Eingang hin. Da muss ich mir aber mal ein paar Teilerfließbänder bestellen. Ja, 50 Stück sind immer gut. So, also das hier ist jetzt dann... Das ist Kupfer und das da oben drüber ist Eisen. Alter, die Aufträge da unten werden nicht weniger. Nicht wirklich, ne? So, und rote Fließbänder haben wir auch nicht mehr. Da sind noch ein paar. So. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, die Mauern kann ich mir hier rauslöschen, die brauchen die mehr. Dann kann ich hier den nächsten Hangar schon mal stellen. Alter, das wird eine Katastrophe hier. Ich ahne das schon. Ja, das ist momentan alles noch Chaos, weil da noch zu viel im Weg ist. Ja, die Roboter sind ja dabei. Sind deine Öfen, deine Kupferöfen schon am Arbeiten? Ja, teilweise. Teilweise. Okay. Naja. Wird schon werden. So, die Mauer kann weg. Da kommt nachher Beton rüber. Was ist das denn hier für eine Leitung? Das unterste ist die Schiene. Das ist da, wo nachher die Sachen abgeholt werden. Ja, nee, ich meine diese Leitung, die muss die auch weg. Die Stromleitung? Oder nee, nee, hier. Die Eisen? Nee, hier. Die Platten? Okay, ja. Genau, weg damit. Und das wird nämlich jetzt das Lustige. Wir fangen nämlich jetzt hier drüben an. Mit den Tubes. So, und warum sind jetzt hier so viele Kupferplatten mit drauf? Ja, das ist, da ist zu viel Erz mit durchgeschlüpft irgendwo. Mal. Arsch. Vor geraumer Zeit. Richtiger Spaß wird das nachher alles in blaue Bänder umzubauen. Ich bitte dich. Ich will davon nichts hören. Dann nutzen wir die Zeit doch gerade mal. So. Dann wäre es wahrscheinlich das Sinnvollste, den ersten Strang erstmal als Dings zu machen, wa? Als? Fließbänder. Dass wir erstmal ordentlich Fließbänder kriegen. Ja, also ich wollte als allererstes Zahnräder, Kupferkabel und grüne Schaltkreise. Und dann haben wir erstmal die Grundversorgung. Damit können wir dann erstmal die ganzen Fließbänderpisse machen. Also dass wir dann quasi die erstmal gelbe und rote Fließbänder, dann die Tunnel, die Teilerfließbänder und dann kann man mal weiter gucken. Munition wäre halt relativ zügig wieder. Ja. Nur ich habe eh keinen Überblick mehr, wie die Munitionsbänder laufen auf der Karte. Aber wir müssen mal den ganzen Innenbereich, wenn ich das nachher mal im Viereck abgesteckt habe, immer aufräumen, glaube ich. Ja, das hier kann weg. Da kommt Tyler Fließbinder. Sehr schön. Das Ding kann weg. Hier kann schon weg. Das kann weg. Das Munitionsband hier kann wieso weg. Wieso hast du meine Tunnel da jetzt wieder weggemacht? Welche Tunnel? Ich habe hier Tunnel hingebaut. Warum? Brauchst du nicht. Ja doch, die brauche ich. Für? Für meine Blaupause. Achso, hast du eine Blaupause von dem ganzen Gerät hier schon?
Nee, aber ich will mir nachher einen erstellen, damit ich das nicht jedes Mal selber machen muss. Ah, das macht Sinn. Ja, baut er mir meine Tunnel ab. Abgesehen davon sind das ja die Einfahrten, die du brauchst, damit du mit dem Auto überhaupt in den durch die Maschine... Das heißt, so bis hier unten, so, du hier wirst abgeklemmt. Wichtig sind, dass diese beiden Erzfelder oben weg sind. Ja. Dass wir da erstmal mit Kupfer durchkommen. Boah, jetzt habe ich natürlich wieder nicht genug Tunnel, ey. Mann! So kann ich nicht arbeiten. Nimmt der Bereich, der mir die Tunnel ab. Bau die Tunnel da wieder hin. Gibt's doch nicht sowas. So, und ich brauche jetzt... massenhaft... Ah, Plastik. Plastik. Und die Folge, wir sind jetzt mittlerweile schon... Ja, wir sind immer drüber. Ja, wie immer. Ja. Das weg. Kannst du gelbe Lagerkisten bauen? Weil wir haben unsere Lagerkisten voll. Das brauche ich, der Kupfer brauche ich dafür. Kupfer sollte ja nicht mehr das Problem sein. Ich bin sowieso am überlegen, ob wir, bis wir das unser Lagersystem mal richtig anfangen zu bauen, dass wir dann an jeden Hangar, der in der Fabrik drin ist, vielleicht auch ein paar Lagerkisten hinbauen. Ich glaube, das klingt ganz klug. Vielleicht sinnvoll. Weil das Ende vom Lied soll ja eigentlich sein, dass nirgendwo mehr Lagerkisten stehen außer im Lager, ne? Ja, dafür, das ist... Vor allem aber dann suchst du dich wieder dumm und dusselig. Oh. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt das Chaos hier erstmal in den Griff kriegen. Also, du kannst von mir aus Kupfer auf die Leitung geben. Aber das kannst du in der nächsten Folge machen, weil ich glaube, wir sollten jetzt mal Schluss machen. Ja, okay, ausnahmsweise. Jut. Bis dann. Bis dann, ciao. Tschö.